Guten Morgen, Freunde, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ja, Frühschicht ist schon in vollem Gange und ja, ich nehme euch so gut es geht mit durch den Tag und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all like God is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Oh. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all my. So, Freunde, Freunde, as you can see, bin ich zu Hause angekommen. Der LEC-Stream läuft schon auf dem Handy, aber ich switch gleich um auf die Switch, um das auf meinem großen Bildschirm gucken zu können. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel machen heute, aber schauen wir mal. Bis gleich. So, Freunde, Freunde, ja, viel wird heute nicht mehr passieren. Ich schaue noch die LEC-Matches und wenn es übertragen wird, danach noch LCS-Playoffs, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die heute sind. Jedenfalls, wenn ja, gucke ich sie auf jeden Fall. Ich glaube, FlyQuest als First Seed gegen Cloud9 als Fourth Seed oder so. Weiß ich nicht genau, wird auf jeden Fall auch spannend. Und Best of Fives geben ja nochmal immer einen ganz anderen Vibe ab als Best of Ones. Und genau, ich habe mir überlegt, vielleicht, weil ich ja so viel League of Legends gucke, so eine Art Prediction Game einzurichten, dass ich einfach immer die Ergebnisse von den Games, die ich gucke, oben einfüge und vorher natürlich predikte, welches Team meiner Meinung nach gewinnt. Vielleicht zieh's durch, vielleicht nicht, schauen wir mal. Aber an sich hätte ich Bock drauf. Schreibt mir doch gerne mal unten rein, wie ihr das findet. Und ja, jetzt gucke ich LEC weiter. Und bis gleich. So, Freunde, Freunde, wie ihr schon wisst, gucke ich ja gerade LEC. Und jetzt steht das wichtigste Match des Tages an. Und ja, ich bin gleich wieder da. Da haut es mich ja fast aus dem Hocker. Ich habe auf einmal einen G2-Schal an. So ein Zufall, dass G2 gleich gegen Rogue spielt. Da könnt ihr euch ja denken, für wen ich bin bei dem Schal. Bis gleich. Ja, Freunde, Freunde, da bin ich's mal wieder. Phil aus dem Schnitt. Nach dem G2-Game habe ich vergessen, wie so oft die Verabschiedung aufzunehmen, aber G2 hat das Game eh gedroppt, also gut, dass ich das Prediction-Game noch nicht gemacht habe. Ja, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es wie immer gerne mit dem Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, und ja, meinen Kanal abonnieren würde mich auch sehr freuen und unterstützen. Und ja, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Vlog. Macht's gut.